In der Zwischenzeit habe ich fleißig weiter gestrickt. Ich habe aber jetzt auch nur 4 Reihen geschafft. Das ist jetzt die Außenseite. Also, ja, die man halt nach außen hin trägt. Die schöne Seite. Wenn ihr jetzt das, was ich jetzt hier habe, nein, andersrum. Wenn ihr jetzt von der anderen Seite angefangen wärt zu stricken, von der Innenseite, das, was innen ist, was man nicht sehen kann. Ich drehe es mal so, dann hätte man jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, eine richtig unschöne Naht. Ja. Das wäre, hätte nicht gut ausgesehen, wenn man diese dicke Wulst jetzt außen getragen hätte, nach außen hin. So sieht es wesentlich besser aus. Ja? So habt ihr hier alles schön glatt und man sieht überhaupt nicht, dass da neu angesetzt wurde zum Stricken oder Häkeln. Wie gesagt, ich habe jetzt, das sieht also aus wie gekauft, das wollte ich damit sagen, ne? Ich habe jetzt das Dings hier 3 Reihen, 2 Hinreihen, 2 Rückreihen gestrickt. Lasse ich erstmal ruhen, weil ich habe euch ja versprochen, und das machen wir jetzt auch, dass wir jetzt mit, das ist jetzt die linke Seite, vom Hals aus gesehen, die linke Seite, mit dem Ärmel anfangen, damit ihr das seht. Denn das, was ich jetzt mit Häkeln anfange, mit dem Ärmel, könnt ihr genauso gut auch hier für die Kapuze dann machen, wenn ihr das lieber gehäkelt haben wollt. Wo ist meine Häkelnadel? Da ist meine Häkelnadel. So ist noch Garn her. Die beiden sehen einigermaßen identisch aus. Gut, dann nehmen wir die auch. Ich mache allerdings erst mit der Kapuze weiter, ne? Nicht, dass ihr euch nachher wundert, warum ist die alte mit dem Ärmel noch nicht weiter. Wir schlingen. Hier habt ihr jetzt euer Teil, ja? Das Abgesteckte. Und jetzt am Vorderteil, da wo euer Maschenmarkierer hängt, durchstecken, Faden, ist natürlich mit der Häkelnadel wesentlich einfacher, als mit einer Stricknadel den Faden durchzuholen, ne? Zwei Knoten rein ist besser, hält es besser. Den Faden kann man sich dann schon irgendwie so links rüberlegen oder nach innen geht auch, ne? Und dann kann der Spaß losgehen. In die gleiche Einstichstelle muss man sich überlegen, was ich jetzt mache. Wir machen da mal eine Luftmasche. Nee, Quatsch, Blödsinn. Wir müssen da ja. Lass mich erst mal überlegen. Mit festen Maschen. Also heißt es, wir müssen noch mal in die nächste Masche, in die danebenliegende, da wo der Maschenmarkierer drin ist, da bitte rein, damit wir zwei Schlingen auf der Nadel haben und dann können wir auch eine feste Masche machen. Weil feste Maschen ist erstmal besser drüber zu häkeln. Und da, wo ihr jetzt so ein Riesenloch habt, bitte 3 feste Maschen reinhäkeln. So, das macht ihr jetzt dann weiter. Das ist ja nun nicht so schwer bis zum anderen
Masche Markierer zum zweiten Masche Markierer. Und dann wird gewendet. Ich mache das erstmal hier vor. Mit, also erst auf der Seite des Maschenmarkierers bleiben, wenn ihr den Maschenmarkierer, den zweiten Maschenmarkierer links von euch habt. Dann macht ihr, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das hier jetzt euer Maschenmarkierer ist. Da seid ihr jetzt angekommen. Eins, zwei, drei Luftmaschen für die Höhe oder als Ersatzstäbchen. Dann wendet ihr, dann habt ihr ja, ich mache es mal mit euch hier so ein bisschen provisorisch. Also ich habe jetzt gewendet, habe den Maschenmarkierer jetzt, den ich eben rechts hatte, links. Weil das ist ja der erste Maschenmarkierer, also nicht der zweite. Jetzt hole ich mir eine Schlinge. Also eine Schlinge, nicht einen Umschlag auf die Nadel. Und steche ins danebenliegende, in die danebenliegende feste Masche rein. Drei Schlingen auf der Nadel und ein Stäbchen gemacht. Und das dann die ganze Reihe zurück. Und dann kommen auch schon die Abnahmen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier wieder gewendet habt, dann macht er wieder, bevor ihr wendet, erstmal eure 1, 2, 3 Luftmaschen und wendet. Dann geht ihr hin. Das ist schon eure erste Masche. Ich mache es mal einfach nur so provisorisch, ja? Das Stäbchen bis zur Hälfte abhäkeln. Noch einen Umschlag auf die Nadel. In die nächste feste Masche. Oder nee, Stäbchen ist es dann ja schon, in die nächste, das nächste Stäbchen rein. Wieder bis zur Hälfte abmaschen, abhäkeln. Dann habt ihr hier drei auf der Nadel, drei Schlingen und die dann zusammen abhäkeln. Da habt ihr eine Abnahme. Das gleiche macht ihr dann auf der anderen Seite genauso. Da habt ihr dann ja schon euer Stäbchen. Da geht ihr hin. Wir sind jetzt also auf der, wir sind also jetzt auf, am Ende der Reihe sozusagen, ne? Halbes, also Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, Umschlag. Nächstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Drei Schlingen und wieder. Ja, dann habt ihr in der Reihe zweimal abgenommen. Einmal am Anfang der Reihe, einmal am Ende der Reihe. Jetzt müsst ihr entscheiden, ob ihr dann auf der Rückreihe das gleiche wiederholt. Am Anfang und am Ende der Reihe eine Abnahme. Ganz ehrlich, würde ich euch die empfehlen. Würde ich euch nicht empfehlen, weil ihr dann viel zu schnell spitz zulauft. Das ist Mist. Ihr müsst ja bedenken, ihr müsst 50 cm geradeaus lang häkeln. Und dann in jeder Reihe abnehmen, eine Masche, nee. Zwei Maschen, Entschuldigung. In jeder Reihe zwei Maschen, nee. Da lauft ihr viel zu schnell, viel zu spitz zu. Nachher habt ihr nur noch so ein Bündchen. Da kommt kein Mensch mehr mit. Ihr müsst ja hier bedenken, ja, ihr müsst ja auch, wenn ihr noch so ein schmales Handgelenk habt, ihr müsst ja trotzdem locker reinkommen können. Kommt ja aber dann nicht mehr, weil die Maschenanzahl nicht stimmt. Da habt ihr viel zu wenig. Also nur auf den Hinreihen, am Anfang und am Ende, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Einfach im Video zurückspulen, wenn ihr es nicht mehr wisst. Kein Problem. Am Anfang und am Ende jeder Hinreihe eine Masche abnehmen.
Rückreihe komplett ohne Abnahmen zurückstricken, häkeln. Dann wieder eine Abnahme Anfang der Hinreihe, eine Abnahme Ende der Hinreihe. Und das macht ihr dann so lange, bis ihr immer mal wieder dann, wenn das jetzt hier euer Bündchen ist, euer gehäkeltes ist, so, Moment, so doppelt legen. Himmelherrgott, wenn man es zeigen will, ne? Und dann schauen, wenn ihr das so doppelt gelegt habt, ob ihr hier dann mit der Hand noch bequem, so wie jetzt ich hier, reinschlüpfen könnt. Das ist nämlich euer Bündchen dann vorne. Ne? Da muss man schon bequem rein und rauskommen können. Und wenn das der Fall ist, dann bitte nur noch gerade bleiben. Keine Abnahmen mehr machen. Dann nur noch gerade runter häkeln. Denn ihr müsst es ja nachher, wenn wir den Arm haben, fertig haben. Weil mir wird das noch dauern, bis ich jetzt die Arme mache, weil ich erstmal die Kapuze mache. Dann müssen wir ja hier schließen. Dann müssen wir das ja, was jetzt dann breit vor euch liegt, doppelt nehmen. Ja? Dann die Naht von hier an zusammen häkeln oder nähen bis zum Armloch und dann geht es runter an die Seite und darunter an der ganzen Jacke, bis ihr am Ende seid, alles zusammen häkeln oder nähen mit der Hand. Ja, ich kann es euch jetzt leider noch nicht so zeigen, wie ich das gerne möchte. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip jetzt hier verstanden, was ich jetzt damit gemeint habe, mit dem Häkeln. Stäbchen häkeln könnt ihr ja nun schon. weil ich mache es jetzt hier wieder auf. Und genau so, wie ich es jetzt euch hier gezeigt habe, mit dem in die Löcher die neuen Maschen, die neuen Schlingen dran häkeln. Genauso macht ihr das mit der Kapuze, wenn ihr die häkeln wollt. Ne? Einfach mit dem Haken da durchgehen, in die großen Lücken macht er drei. Macht er drei Schlingen, holt er euch da raus und aus den kleinen Lücken eben nur eine Schlinge und versucht dann sofort, beziehungsweise ihr macht erstmal, ihr arbeitet erstmal aus zwei Löchern, aus zwei Maschen, Lücken, wie auch immer ihr es nennen wollt, zwei jeweils eine Schlinge, damit ihr eine feste Masche machen könnt. Denn das ist immer die Basis für, ja, wenn man neu anschlingen muss, wenn man neu anfangen muss, was dran zu häkeln oder auch zu stricken. Beim Stricken ist es einfach. Da macht man einfach nur rechte und linke Maschen. Beim Häkeln ist es halt so, da müsst ihr erstmal feste Maschen machen, um die Basis zu bekommen, um das Grund zu bekommen. Ja? Quasi um die Null zu bekommen. Und dann fängt man erst an und macht Stäbchen drauf auf die festen Maschen. Kann aber auch jeder machen, wie er möchte. Man kann auch sofort mit Stäbchen anfangen. Aber da müsst ihr von vornherein drei Luftmaschen häkeln. Dann aus der nächsten Lücke, Masche, euch das nächste Stäbchen häkeln. Heißt also dann, Umschlag auf die Nadel, wie wir es ja schon kennen, in die nächste Lücke oder Masche einstecken. Und ein neues Stäbchen häkeln. Jo, ne? Und dann so weitermachen.
Aber ich würde euch empfehlen, immer erst auch aus der Mütze, aus der Kapuze feste Maschen zu häkeln. Es ist einfach besser. Und dann auf die festen Maschen die Stäbchen zu häkeln. Na, also wie gesagt, aus den großen Lücken drei Schlingen raus häkeln und aus den kleinen Lücken eine Schlinge raus häkeln am Anfang. Aus den ersten beiden Lücken, Maschen, jeweils eine Schlinge raushäkeln, damit ihr eine feste Masche machen könnt. Denn man kann die nur aus zwei Schlingen oder zwei Maschen häkeln, eine feste Masche. Anders geht's nicht. Ja, ich glaube, ich mache. Ja, wir müssen. Halt, wir müssen ja noch hier. Ich bin aber auch verpeilt. Ich muss euch ja noch zeigen, wie ihr hier den Ärmel anstricken könnt, wenn ihr ihn anstricken wollt. Dazu nehmt ihr jetzt in hier eure Schlingen, holt ihr hier raus. Da gilt das Gleiche. Aus den großen Löchern drei Schlingen rausholen. Wenn sie zu groß sind, sogar vier. Weil es ja die Seite. So, das macht ihr dann die ganze Zeit so weiter. Und dann seid ihr ja auf der. Dann fangt ihr ja mit der Rückreihe wieder an, zurückzukommen. Darum heißt es ja auch Rückreihe. Da dann wieder alles linke Maschen. Und dann wieder. Hin, eine Reihe rechte drüber, zurück, eine Reihe linke Maschen. Und dann auf der dritten dritte Hinreihe fangt ihr an mit den Abnahmen, mit den ja, wenn ich euch das jetzt zeige, nee, das zeige ich euch, also das ist jetzt hier dieses mit den Ärmeln. Auf eine Stricknadel bringen. Abnahmen kann ich euch am besten hier zeigen. Wie nehmt ihr jetzt, weil ich hier gerade, Gott sei Dank, auf der rechten, das ist meine Kapuze, auf der rechten Seite Hinreihe bin. Bei der Kapuze. Da kann ich euch die Abnahmen zeigen, wie ihr die Abnahmen macht, weil ist ja auch immer nur Reihe für Reihe. Ganz einfach. Wie zum Links stricken. Die Masche einfach nur hier abheben. Die nächste wird dann rechts gestrickt und diese hier, die abgehobene, einfach drüber gezogen. Muss es jetzt festhalten, sonst rutscht mir das alles runter hier. Einfach so drüber gezogen. Kann ich jetzt nicht machen, weil ich will ja nicht abnehmen. Dann wäre die Masche gleich weg. Ja? Und das macht ihr auf der. Warte mal, das macht ihr dann am Ende der Reihe ein bisschen anders. Am Ende der Reihe, das sind unsere letzten beiden Maschen jetzt, von euch weg. Durch zwei. Also in die vorderen, unteren Maschenglieder einstechen, Beinchen von euch weg nach hinten. In zwei Maschen reinstechen, ja? Dann den Faden holen, durchziehen zu euch und auf die rechte. Ihr habt ja gar nichts gesehen, weil ich viel zu tief war. Da sieht man ja nichts. Nochmal. Von euch weg in die unteren beiden Beinchen, sieht man nicht, ne? Einstechen. Von euch weg. In zwei Maschen rein, gleichzeitig, in zwei, Herrgott, nochmal. In beide Maschen gleichzeitig einstechen, so. Von euch weg, nach hinten. Dann hier Faden geholt,
zu euch durchgezogen. Ich muss es leider so festhalten, sonst plumpst mir das alles runter. Und dann auf die rechte Nadel abstrecken. Auch eine Abnahme. Nur, dass diese überzogene Abnahme sich nach, wenn ich es nicht, Moment, wenn ich es, jetzt muss ich lügen, die überzogene Abnahme, die einfache überzogene Abnahme müsste sich nach links neigen und die zwei Maschen gleichzeitig zusammen abstricken, müsste sich nach rechts neigen. Und deswegen hat man dann auch so einen schönen Keil am Ärmel, der sich dann schön gleichmäßig nach vorne hin die Abnahmen verteilen. Ja, und dann sieht es alles richtig schön aus, aber da auch, ja, bitte nur auf der Hennreihe. Am Anfang und am Ende der Reihe die beiden, die eine Anfang überzogene Abnahme machen und hinten zwei zusammengestrickte rechte Maschen. Das ist auch eine Abnahme machen. Vorne Hinreihe, eine überzogene Abnahme stricken. Ende der Hinreihe zwei Maschen zusammenstricken. Jetzt habt ihr auch eine Masche abgenommen. Und dann die Rückreihe ohne Abnahmen links stricken. Ihr könnt auch rechts weiter stricken, aber dann gibt das so ein Rippenmuster, so ein Knubbelmuster. Das mag ich besonders nicht so gerne, ehrlich gesagt. Ich mag immer lieber glatt rechts auf der Vorderseite dann, ne? Ja, ich stricke jetzt fleißig meine Kapuze weiter. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich meinen Ärmel anstricke. Das dauert jetzt allerdings, weil ich muss erstmal jetzt meine Kapuze, will ich erstmal fertig machen. Gut, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Ich versuche so schnell wie ich kann zu antworten. So, dann bis die Tage, weil das dauert. Meine Kapuze, 40 cm, das dauert, weil ich muss auch noch schlafen, ich habe morgen Termin. Ja, da muss ich meine Wohnung wieder sauber machen ein bisschen. Und ja, also so schnell kommt jetzt kein Video mehr im Moment. Leider. Okay, dann lasst es euch mal gut gehen. Und bis wir dann einen Ärmel anfangen zu stricken. Ihr könnt es ja schon tun. Kein Problem. Macht es ruhig, dann seid ihr eher fertig als ich hinterher. Okay. Ciao, ciao.